Ich habe mir gedacht, ich zeige euch noch mein Zimmer. Ich bin mit meinem Papa in einem Zimmer und das hier ist meine Seite. Ich zeige euch ein bisschen was von mir. Also, das hier sind meine Bücher, wo ich jeden Tag so vom Training hineinschreibe und so, was ich gelernt habe und was ich weiterentwickeln muss. Und dann habe ich hier noch ein anderes Buch, wo ich jeden Tag Seiten auswendig muss, damit mein Gehirn aktiv bleibt. Dann habe ich hier sehr viel Wasser stehen und einen Energiedrink. Dann einen Apfel, Nagellackentferner, sehr wichtig. Einen iPod, ohne dem kann ich nirgendwo hingehen. Das ist das Wichtigste. Einen Fotoapparat. Ah ja, dann habe ich mir einen Stadtplan genommen von der Rezeption unten, damit ich weiß, wo ich mich befinde. Ja, dann habe ich hier meine Schuhe. Das sind meine Tennisschuhe, meine Laufschuhe habe ich jetzt an. Hier ist mein Rucksack. Da sind Bücher drinnen. Und Thomas Wanneck und noch ein paar andere Sachen. Meine Bag. Die mache ich lieber nicht auf, weil da ist ziemlich viel Unordnung drinnen. Okay. Dann ist hier meine Gewandtasche. Die ist ganz okay. Also zumindest sollte sie okay sein. Ich habe gerade gesehen, dass sie nicht okay ist. Dann ist hier noch Schmutzwäsche von mir, vom heutigen Training. Das muss ich trocknen, damit ich es erst nach Hause nehmen kann und waschen kann. Dann habe ich hier ein Papier sicher. Okay, ein Fernseher. Ist wichtig. Jetzt zeige ich euch das Badezimmer. Ich glaube, ich habe eh so ziemlich dieselben Sachen, die jeder andere auch hat. Eine Zahnbürste, Zahnpasta, Haarbürste und sowas eben. Das sind die Sachen von meinem Papa. Da kenne ich mich nicht so aus. Und ja, das war mein Zimmer. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!